und hat hier jetzt schon gegen Momo ein Game geholt, gegen Zorak ganz knapp verloren. Und wir gehen auch in Game Nummer 1, Momo vs. Ice-T. Ich schalte den Chat nochmal wieder an. So. Neu gegen neu. Ja, es ist interessant. Vielleicht kriege ich das ja hin. Gut, also ich kann bei dem Matchup hier tatsächlich überhaupt nicht sagen, wer von beiden gewinnt. Momo hat sich auch schon rausgestellt als jemand, der durchaus 9. Platz sich holen kann oder knapp an Top 8 vorbeischrammt. Von daher würde ich sagen, das könnte ein Match werden in Augenhöhe. Eine Begegnung, die man auch nicht sehr oft sieht. Natürlich aus zwei verschiedenen Regionen, aber halt auch, dass einfach Banjo sehe ich nie. Ich sehe nie Banjo. Und die Leute wollten den unbedingt in Smash haben. Aber genau, gegen Ness. Ness sieht man auch nicht allzu häufig inzwischen mehr. Macht das hier gerade sehr gut mit dem Ledge Trapping. Oh, aber der Wonder Wing lässt ihn offen. Forward Throw für den Maximum Damage. Oh, die Side B killt der Wonder Wing. Okay, also Momo geht in Entführung. Okay, die Back Air Strings. Interessant. Genau, ich hoffe, dass auch noch... Oh, und der Down Smash, fies getrappt, hat nicht gekillt, was mich überrascht. Ich weiß gar nicht so genau, wie schwer Banjo ist. Sicherlich nicht so schwer wie Donkey Kong. Aber ich weiß nicht, ob so viel weiter unten auch tatsächlich. Oh, der Down Tilt. Oh, auch das Ei trifft. Oh, oh mein Gott, das war so ein fieser Gimp. Oh, richtig gut gemacht von Momo. Der es hier schafft, gerade mit dem Axe einfach den Gimp zu holen und sich echt eine gute Lead zu holen hier gerade gegen Ice-T. Wenn ich gegen den Char spielen müsste, also Banjo, dann wüsste ich aber auch nicht so wirklich, was ich tun soll. Ich weiß nur, Wonderwing durch Schäden und Punishen. Ja, dann vielleicht noch diese komischen Ledge Traps mit dem Down Throw, dass man da irgendwie drauf achtet. Aber ansonsten wüsste ich auch nicht so ganz, was ich die Dinge machen soll. Okay. Ach genau, und dann dieses Projektil War. Was hier tatsächlich gar nicht so schlimm ist. Im Moment. Das kenne ich von Banjo tatsächlich schlimmer. Oh, und das war's auch schon. Momo also hier jetzt 1-0 in Führung. Währenddessen kann ich mir ja hier jetzt mal den Muffin gönnen. Oh. Ja, ich denke, es wird bleiben bei Banjo und, ja, Ness. Game Nummer 2, mal schauen, ob das anders aussieht. Mal schauen, ob Ice-T vielleicht umdenkt, irgendwie adaptet. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht so genau, wogegen. Momo spielt echt ziemlich gut mit Banjo. Clean. Oh ja, der F-Smash von Banjo, der ist schon ein bisschen crazy. Also, so Richtung Ganondorf, bloß schneller. Auch disjointed. Kein schlechter F-Smash. Okay, jetzt hier gerade... Oh, wird gepunished. Die Up-B von Ness. Normalerweise immer ganz guter Damage so zwischendurch. Einfach ein bisschen chippen. Aber in dem Fall mit dem Wonderwing gepunished. Und gerade vor dem muss er jetzt gerade auch aufpassen. Also könnte inzwischen schon killen. Wenn er den catcht, würde er auch wahrscheinlich killen daraus. Schöne Back Air. Und da kommt der Wonderwing und der wird nicht gepunished. Ah, das ist... Vielleicht ein bisschen zu Autopilot da gewesen mit der Up-B. Vielleicht muss er sich da tatsächlich die Zeit nehmen,
Und schauen, was Momo hier macht. Schafft es ja auszugleichen. Einfach weil der Wonderwing Punish so wichtig ist. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich gerade nicht verstanden. Also vielleicht hat er da versucht, irgendwie einen Trick zu machen. Aber weiß ich nicht. Es sah so aus, als ob er vielleicht auf die gegen die Stage recovern will und dann nochmal Up-B. Aber das würde ja nicht funktionieren, wenn er unter der Stage ist. Dann kann er nicht nochmal Up-B machen. Oh. Oh, oh, das ist viel Damage hier gerade, nur von PK Fire. Hier mit den Jump Cancels. Schöner Damage. Ja, Ice-T kommt hier gerade prozentmäßig echt gut zurück. Natürlich ist hier auch relevant, ob er den Kill einfach holen kann. Schön. Downby, Psy Magnet oder wie der heißt, into Forward Air. Oh. Okay, das wird jetzt gefährlich. Ja, wird gepunished von Momo. Das Ice Snipe nicht, aber es wird nicht getaggt. Und das ist das 2-0 für Momo. Der hier tatsächlich den dritten Seed hier sich schnappen könnte. Wobei, Momo